Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schatten des Krieges. Ein schöner Auftakt. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Achso. Kankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Kankra, wo bist du? Oh. Pfeilhage, kehr zu Kankra zurück, um mehr über die Gefahren für Minas Isil zu erfahren. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen. Beuge dich deinem Schicksal. Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Okay, Baranor. Baranor, ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Sehr gut. Hier wünschte ich, wäre bei den Belagerungsbestien. Ich nicht. Beim Vorbereiten kann zu viel schief gehen. Eigentlich arbeiten wir allein. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Der Geist ist echt ein Arsch, ne? Alles, was nicht elbisch ist, ist halt blöd. Ein Elb ist so viel wert wie drei Schützen aus Gondor. Was? Nur drei? Was soll Wasser auf den Wettstuhl?
Unterschätze nie den Mann, der sein Zuhause beschützt. Das ist nicht ihr Zuhause. Zu bedroht. Hast du das gehört? Eher zu bekämpfen und zu drücken. Warum braucht der Häuptling so lange? Ich will endlich töten. Wer weiß? Arsch. Warte, der Häuptling ist hier draußen? Okay. Also, er kommt hier raus? Was war der Häuptling? Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. Die hier würde ich gerne kaputt machen können. Ich hoffe, das geht im nächsten Teil, falls so einer rauskommt. Obwohl, nee. Ich glaube nicht, dass noch einer rauskommt. Der süße Geruch von Menschenangst. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam, Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt, erlangen wir den Sieg. Gemeinsam nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setzt sie in Flammen! Für Gondor! Es ist Zeit für den Angriff. Viele da sterben. Ich denke, wir sind quitt. Das ging schnell. Eine gute Jagd. Mhm. Außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Nun, Talion. Konnten wir etwas bewirken? Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich! Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein. Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. Okay. Wir müssen da jetzt hin? Okay, was liegt auf dem Weg? Nichts. Okay, also direkt hin. Kankra kann uns saugen. Huch, was war das jetzt? Zeigen. Wir brauchen sie. Aber um welchen Preis? Ja, das wird sich zeigen.
meine Todesdrohung. Kankra kann uns helfen, Saurons Heer zu schwächen. Sie nutzt die Wahrheit, um ihre Lügen zu weben. Wenn man zwei Tasten gleichzeitig drückt, muss es irgendwie immer ein bisschen blöd, weil die... Ja. Tor des Verräters. Minas Isil steht kurz vor dem Fall. Kankra kann vielleicht helfen, doch um welchen Preis? Ich muss noch mehr sehen. Ich weiß. Wenn du das Schicksal Saurons kennst, zeig uns seine Schwächen, damit wir ihn bezwingen können. Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen, wie er sich vor mir windet. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmied? Du und Sauron seid eins. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel? Sie ist nicht unsere Verbündete. Deine sicher nicht. Komm, Talion. Sieh durch meine Augen. Ihr Untergang kommt von innen. In Minas Ithil gibt es einen Verräter. Doch wer? Zweifelst du an ihr? Ihre Visionen wurden wahr. Wir haben es beide gesehen. Dann kämpft Minas Ithil einen Krieg an zwei Fronten. Einen Verräter. Und wir müssen ihn finden. Halt, leuchtender Herr. Wir wissen, wie man den Verräter findet. Führ uns zu ihm. Ein Häuptling schickt einen Boten zu ihm. Wir zeigen euch den Boten. Da, seht ihr, die dunkle Herrin bietet ihre Kleinen an. Ein Nest voll mit ihren Kindern. Weckt sie auf und seht zu, was sie tun. Warum die Eile? Wer weiß, ist doch egal. Das stimmt. Die Kleinen stechen zu, aber sie töten nicht. Ein tiefer, tiefer Schlaf. Sie kommen zurück, wenn niemand hinsieht, und bringen Ochse zurück zur dunklen Herrin, damit sie verschlingt. Ein schreckliches Schicksal. Was unsere Feinde fürchten, ist für uns von Wert. Kommt, der Bote ist da. Das ist der Bote. Folgt ihm und er führt euch zu seinem Meister. Ab jetzt gehen wir allein. Versteck dich, Gollum. Und da rennt der Trottel. Und da rennt der Trottel. Oh, Caragor. Ein
Eines Tages bin ich Häuptling. Lach du nur. Aus dem Weg! Ich habe Wichtiges zu tun. Ich treffe den Menschenbrecher. Ich komme vom Verräter und habe wertvolle Informationen für ihn. Ich war dir nicht im Weg. Und wenn du sowas Wichtiges zu tun hast, warum hältst du dann an und prahlst vor mir damit herum? Beweg dich, du Made! Flog. Schon wieder der Todlose. Häuptling, hab gerade den Bleichhautverräter getroffen. Ich soll dem Anführer was ausrichten. Halte lieber deine Klappe und beweg dich. Der Menschenbrecher wird dich häuten, wenn du es jedem erzählst. Ich glaube, dem steht Ärger ins Haus. Wenn der so rennt, muss eine Menge Ärger sein. Was? Dafür wurdest du vom Häuptling degradiert? Er sagte, kein Hauptmann wäre so nutzlos. Hat er mich an anderen Stellen degradiert? Absoluter Schrack. Tja, ich muss wohl dankbar sein, dass mein Kopf noch dran ist. Menschenbrecher! Ich habe Nachricht vom Verräter in Mina Sithil. Oft habe ich es euch gesagt. Redet niemals offen über den Verräter. Nehmt euch diesen erbärmlichen toten Trottel als Beispiel. Die nächste Made, die das Wort Verräter in meiner Nähe auch nur flüstert, endet noch schlimmer! Gut abgemacht. Wer von uns als erster Häuptling wird... Beschusssicher. Überläufer in Mina Sithil hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Skark. Bestienfutter. Furcht vor Hinrichtung. Erleidet Schaden durch Hinrichtung. Das ist perfekt. Verhöre den Häuptling, okay? Deine Bemühungen sind nicht unbemerkt geblieben, Waldläufer. Du stellst meine Geduld auf die Probe, doch bald wirst du
Das ist das Werk des Hexenkönigs. Er verhöhnt uns. Wir müssen meinen Ring zurückholen. Das werden wir. Doch zuerst kümmern wir uns um den Verräter in Minas Ithil. Talion, grausame Rächer, blutdürstige Mörder, schlachtet alle Orks, schneidet ihre Köpfe ab, zermatscht ihre Gehirne, zermalmt ihre Gesichter. Er hat seinen Nutzen. Hast du das gesehen? Mit meinem Ring hätte ich das verhindern können. Wir müssen ihn zurückholen. Das werden wir. Aber erst müssen wir uns um den Verräter in Minas Ithil kümmern. Neuer Feind, Drachen. Drachen lassen aus der Entfernung Feuer auf ihre Feinde regnen. Erziele Kopftreffer gegen sie, wenn sie angreifen, um sie zu Boden zu zwingen. Der soll hier ruhig ein paar Orks niedermachen. Das stört mich nicht. Golem. Ach so, nein, wir haben nur den. Nee, hä? Ah, den haben wir getötet. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Wir sollten mal die Fähigkeit freischalten. War welche? Oh, das ist auch cool. Ja, das klingt gut. Nochmal die Karte und gucken, wo wir hin wollen. Jage Kuriere. Was haben wir da? Tja, ist ja gerade hier, ne? Dann können wir es auch machen. Drache greift an. Boah, ich hasse die, weil die so schnell sind. Oh, wow.
Na komm. Knapp. Entfesselt locke Horschkrisch dem Wuchtigen hervor, indem du seinen Karagor tötest. Der Häuptling befehligt starke und schnelle Truppen. Verlangsame sie. Ist der Drache noch hier? Er faselte irgendwas von einem Satz. Nein, kein Satz. Er sagt ständig, mein Satz. Putz dir mal die Ohren. Was war das? Töte die Karagor von Horschkrisch dem Wuchtigen. Wo sind die denn überhaupt? Ich könnte die ja einfach freilassen, ne? Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Dann sollen die ihren Job machen. Die Orks werden das dann wahrscheinlich erledigen. Ja, das sieht gut aus. Hier sind nicht so viele. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Upsi. Sorry. Töten ein paar Orks, die Orks werden die Karagors erledigen. Was? Andere dahin. Ich habe diese Bestien sehr lange zurechtgepeitscht. Jetzt werde ich dich auspeitschen. Aber das Ergebnis wird dir nicht gefallen. Jetzt werde ich mir viel Mühe geben, während ich dich langsam zerreiße. Schmutz. Der Undurchschaubare.
So, gleich drei Hauptmänner weniger. Oschkirche wurde getötet, die Festung wurde geschwächt, das Bezwingen des Häuptlings hat folgendes deaktiviert. Wilden Orte. Er war sogar ein Häuptling. Ja, ist ja gut. Gut, wo ist... Den will ich noch holen. Dann ist wieder Zeit für ein Folgenpäuschen. Na, so dumm. Das ist ja alles auf der einen Stelle da. Perfekto. Gut, den verteilen wir noch schnell. Wir verdienen echt so viele Punkte, dass das schon ein bisschen... Das ist gut. Gut, dann würde ich sagen... Machen wir hier ein Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.